Miami Vice sind zum Beispiel Schnellboote der Firma Wellcraft Marine platziert worden. Wellcraft Marine hat vor Miami Vice 30 Boote pro Jahr verkauft und ab dem Start von Miami Vice 150. Wie im klassischen Bereich auch, entscheidet immer das Drehbuch darüber, ob man Branded Entertainment machen kann. Das heißt also, ob sie durch die Filminhalte die Beiträge komplett finanzieren können. Sonst ist es halt so, dass es eine Kofinanzierung ist. Im Web-TV ist halt die besondere Anforderung künftig, dass man das Format so ziemlich fast komplett eben durch Product Placement refinanzieren sollte. Die Arbeit der Regisseure, die wird noch stärker gefordert werden, weil eben der Qualitätsanspruch im Internet ist, was solche fiktionalen Programme anbelangt, höher als im analogen Fernsehen, zum Teil also sehr viel höher. Deshalb tun sich amerikanische Formate viel leichter im Internet, was die Web-TV-Auswertung anbelangt, als deutsche Formate.